Man kann hier auch nicht. Also könnten das die drei Weisen sein. Aber das ist immer so spannend, wenn man da so verlorene Zivilisationen hat. Die haben so, die Hieroglyphen hier haben so ein klein wenig den Aufbau der Maya-Struktur. Ja, da hat sich jemand etwa mit Maya-Hieroglyphen auseinandergesetzt. Aber dann einfach so ein Spalt und Alter. Also haben wir hier noch was? Also das ist wirklich gut, nein, hier haben wir alles, das passt. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. So. Wir sind unten angekommen. Eine Kugel. Aber das ist auch wieder so etwas. In vielen... Ja... In vielen, sehr vielen Religionen sogar gibt es immer irgendwelche Kugeln. Und das finde ich immer etwas Spannendes, was, wo vielleicht Verbindungen sein könnten. Und ja gut, den machen wir doch jetzt mit. Boah. Wirf ihn her! Mann! Nein, komm, noch einen Schlag! Ja, wir haben den! Ich muss die Wunden versorgen. Ja, am Ende sind wir dann wahrscheinlich so ein kleiner Meister, der einfach sich durch alles durchschnitzeln kann. Okay, hier haben wir ein Skelett. Von dort waren wir. Mehrere Skelette sogar. Ein Scan? Ja, bitte. Mysteriöses Skelett. Die Struktur dieser Knochen nachzuurteilen, handelt sich hierbei um ein großes Reptil. Laut einer Analyse der in den Knochen enthaltenen Elemente sind diese Überreste etwa 1000 Jahre alt. Ah, das könnte, ne? Könnte hinkommen. Dann gehen wir hier mal in die Mitte nach unten. Verlassene Werkstatt. Hier nach oben. Frau öffnen. Sie öffnet sich nicht. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Ich sehe nach. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Okay.
Dathomir. Okay, und hier. Verblasstes Wandbild. Ein verblasstes Wandbild unweit des Zifo-Gewölbes auf Bogano. Es stellt höchstwahrscheinlich einen Planeten dar, ist aber zu stark beschädigt, um genaueres zu erkennen. Also sie stehen auch unterschiedlich zu den Planeten. Okay. Ja, mal schauen. So, da haben wir einen W. Ah, da sind wir hier. Zurück wird schneller gehen. Haben wir dort. So. Dann mal über die Seite. Aber ich finde das immer so spannend. Also bis jetzt wissen wir ja wirklich noch rein gar nichts. Also da kann man so viel interpretieren. Du. Oh, hallo. Hast du einen neuen Freund? Oakling. Das kann ich nicht erreichen. Habe ich nicht hier in der Nähe? Eigentlich möchte ich ein klein wenig zurück. So, hier. Dann werde ich mir nochmals Stims und die volle Gesundheit gönnen, um gegen den einen Kerl dort unten anzutreten. Der uns ja einiges an Erfahrungspunkten noch schuldig ist. So, wir sind mal ganz blind. Da, Hilfe. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease. Okay, es ist viel stärker als in meiner Erinnerung. Ich lasse das. Aber das ist so was von fies. Ah. Ärgerlich. So was von ärgerlich. Ach du meine Güte. Das ist ein Spiel. Da ist die Tastenbelegung sowas von anders. Wenn man da das Falsche drückt, ist man tot. Naja, gehen wir weiter. Nein, da geht's noch nicht weiter. Nein. Ah. Das ist... So, sind wir hier? Ja, wir sind hier. Ach du meine Güte. Ja, scanne bitte.
Danke, BD1. So, Boggling Gang. Dann gehen wir mal weiter, werden stärker. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord, wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Mir egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Und Folie-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Okay. Spannend. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holochron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Sind dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. So. Hey, Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Also, kannst du mir kantonesische Ente machen? Das ist sehr, sehr lecker. Und dort möchte ich mal kurz schauen, was wir jetzt noch für die Lichtschwertausrüstung, da haben wir ja was noch gefunden, meinte ich. Jo. Gunwunder. Mut und Weisheit 2. Mut und... ja, das sieht... Ich bin ja so... Alles muss ein wenig gleich sein. Nur der stört mich. Dass das dort hinten so defekt ist. Verlangsamen Wandlauf.
Wandlauf, Holokarte, Fähigkeiten anpassen. Nö. Premium-Inhalt. So. Aber hier haben wir keinen Premium-Inhalt. Ich weiß, ich habe mal einen gefunden, der hat mir sehr gut gefallen. Aber den sehe ich noch nicht. Also den könnten wir wieder finden. Aber ich weiß halt nur nicht wo, ne? Reden können wir nicht, okay. Das ist draußen. Können wir noch mit der reden? Sia, fühlt ihr die Macht überhaupt noch? Ja, aber statt mich zu öffnen, unterdrücke ich sie. Du solltest genau das Gegenteil tun. Draußen fiel mir etwas über mich von vor der Auslöschung ein. Das war schmerzhaft, aber auch wie ein verlorener Teil von mir. Das ist gut. Du lernst, die Macht wieder zuzulassen. Wie könnt ihr das sagen? Sekunde. Sehr Wohin, seltsam, Kleiner? Die Frau. Sehr seltsam. Also. Karte, nein. F. Planetenkarte, nein, das möchte ich nicht. Ach, hier. Dann machen wir mal hier, weil hier hat so ein schönes Symbol darauf. Und das würde wahrscheinlich. Wie sind Sie eigentlich zum Jedi geworden? Ich wurde von einem Sucher entdeckt, als ich noch sehr jung war. Er hat mich zum Tempel gebracht. Oh ja, die Sucher. Die sind was ganz Besonderes, das kann ich Ihnen sagen. Sie haben keine Ahnung, was ein Sucher ist, oder? Nicht die geringste. Suchen die irgendwas? Genau. Es sind Jedi, die junge Machtbegabte suchen und rekrutieren. Wie die auf dem Holocron. Ich war auch ein Sucher. Hey, hey, wissen Sie, was das bedeutet? Ich habe Cal nicht entdeckt, falls Sie darauf anspielen. Nein, okay. Das bedeutet, dass ich auch ein Sucher bin. Stimmt. Ja, Sucher Grease. Ach, der Grease. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Aha, weil es mich sonst gegen die Scheibe klatscht. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Aber das wäre dann kein natürlicher Sturm. Weil den so konstant aufrechtzuerhalten, das geht nicht. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Oh. Ah, perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Ah, ich hoffe, es gibt eine Romanze. Herr, hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Ja gut, aber das ist für jeden spannend.
wenn man so etwas erfahren könnte. Hast du wieder Schiffchen Gute kaputt Arbeit. Gemacht? Geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgekriegt. Was glotzt du so? Moment. Auf der Flucht zu sein ist gefährlich. Da sagst du was. Hast du mal wen verloren? Er hieß Prof. Gab sein Leben für meins. Er war sicher ein harter Kerl. Mir nicht ganz unähnlich. War er. Seit ich Braca betreten hatte, passte er auf mich auf. Ohne zu murren. Ohne zu murren? Auf dem Schrotthaufen? Hoffentlich war es nicht umsonst. Das ja, ist es das nie, Kleiner. Das hoffen wir auch. Ist es nie. Also, dann schauen wir uns einmal um. So, versteckte Wege locken ja immer wieder für versteckte Sachen an. Und was haben wir versteckt? Rein gar nichts. Aber hier, ganz offensichtlich natürlich. Oh, okay. Irgendwas Brauchbares? Blau 1, okay. Bowskin. Wo haben wir sonst noch was? Gehen wir später. Gehen wir zuerst mal den Naturpfad entlang. Der ist schön und gut, hier kommen wir noch weiter. Die sehen unfreundlich aus. Aufpassen, BD. So. Hast du das, Gen? Sturmtruppe. Cal, kannst du mich hören? Das Imperium. Sie haben Sepho. Wären sie der Mantis gefolgt, hätten sie uns schon längst umzingelt. Suchen sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei ihnen einzuklinken. Okay. Ich glaube, sie ist versiegelt. Dann... Ah, da ist so eine Waffe von denen. Dann gehen wir mal einfach hier den Weg entlang. Oh! So. So. Stem? Gute Unterstützung. Dann, ja, hier geht's nicht drauf. Dann gehe ich mal hier nach hinten. Ruckelt ein wenig, merke ich. Was haben wir hier? Eine Wand, eine Truhe. Eine Wandertruhe. So witzig, nein. Aber hier haben wir ein Echo. Ein Kind? Meine Mutter hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht. Also dann ist das ein Versteck, ne? Und hier haben wir... Stimmfach. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD. Hi! Oh. Marvin gefällt das. Ich habe fast das Gefühl, ich würde etwas übersehen.
So, dann geht's wieder zurück. Dann sind wir mal hier oben. Okay, dann geht's hier nach unten. Lalalala. So, eine Abkürzung freigeschaltet. Ach gut. Ich ziehe. Dafür bin ich nicht so bereit. Vorsichtig, er ist gefährlich. Mist. So, und jetzt haben sie sich selbst erschossen. Geht's hier hinten noch durch? Ja, da sehe ich doch was. Und wir haben wieder was gefunden. Nice. Oh, na gut. Aber warum muss der immer so rumwühlen? Was ist das, BD1? Pflicht- und Entschlossenheitssender. Was haben wir sonst noch in der Gegend? Das sind einfach nur so Schalen und Töpfe. Irgendein Banner. Ein Scan? Gute Arbeit. Eine Warnung. Okay. Wow, wow. Dass man hier einfach so runterfallen kann, das ist einfach so... Ah. Jemand hätte. Die Fenster sehen auch aus, als könnte man ranspringen und raufklettern. So. Ach, die rennen jetzt zu dem. Ja, okay, lassen wir die doch mal. Wenn doch nur ein einziges Mal irgendwas glatt gehen würde. Und down. Aufpassen! Okay. Ich treffe ihn nicht. Jetzt sind nur noch du und ich übrig. So. Ja, jetzt bin nur noch ich übrig. Das hast du ganz richtig gesehen. Und dann haben wir wieder ein Echo. Nimm sie und geh! Ich locke sie weg! Foster, nein! Getrennt. Wir haben den Jedi gefunden! So. Ich werde eine Lücke finden. So. Schießt er? Bewegung! Nur du und ich. Ja, nur ich. Ganz richtig gesehen, nur noch ich. Also wenn man den Trick langsam raus hat, dann soll es schon funktionieren. Aber ich möchte das nicht... Das sind alles Lügen. Das Imperium wollte nur das Land. Also man kann da... Wow. Meine Güte, hat's mich jetzt gerade. Das war jetzt so unvorbereitet. Nein, was ich sagen wollte ist, man kann sicherlich alles gut durchspielen, ohne Schaden zu kriegen. Aber ich möchte nicht wissen, wie das auf der Stufe des Meisters ist.